باراديس مش بدخل. يلا من هات سبحان الله شغل نفس السايد اذا كنت جيب من ديموس ما شاء الله dass man sogar die Schwestern aufruft, das Haus zu verlassen und vor Brüdern zu sitzen. Wo leben wir? Allah sagt, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُمْ und du sagst, kommt raus. Allah sagt, bleib zu Hause sitzen. Die Frau hat nichts draußen zu suchen unter Brüdern. Bring doch deine eigene Frau vor anderen Brüdern. Warum rufst du andere Frauen dazu, dass sie sich entblößen vor anderen Brüdern? Und mitten von einer Herde von Brüdern, die manche, die nicht verheiratet sind, die welche am Brennen sind, verzeiht mal, dass ich das sage, die sind innerlich am Brennen. Und du entfachst diese Flammen, indem du noch Schwestern dazu bringst, die nicht richtig Hijab tragen, und noch dazu laut rufen, Allahu Akbar. Der Frau im Islam ist es nicht erlaubt, sogar Koran zu rezitieren, wenn ein fremder Mann im Raum ist. Koran ist nicht erlaubt für die Frau. Normalerweise gibt es wir beten Maghrib, Fajr, Maghrib und Isha laut. Die Frau ist es erlaubt, zu Hause diese drei Gebete laut zu rezitieren, solange nur ihr Mann ist, da ist und kein fremder Mann anwesend ist. Iqara fällt sogar aus, wenn ein fremder Mann da ist. La ilaha illallah. Koran fällt aus, das heißt leise, muss sie lesen, wenn ein fremder Mann da ist. Adhan darf eine Frau nicht machen im Islam. Du rufst sie auf der Straße raus, inmitten von tausenden von Brüdern, und die ruft Allahu Akbar, Allahu Akbar, und manche Schwestern haben verführerische Stimme, oder ya Rabbillah, und dann fallen die Brüder in Sinn. Wo ist die Rede, ehrlich gesagt? Wenn meine Frau da steigt, ich werde mich sofort scheiden lassen. Bei Allah, ich werde mich sofort scheiden lassen. Weil eine Mu'mina, eine Saliha, stellt sich nicht dort auf der Bühne. Tut mir leid für die Schwestern, die anders denken als ich, inshallah. Aber das ist nicht nur meine Meinung, sondern das ist die Meinung, die Koran vertritt. Allah hat befohlen, subhanahu wa ta'ala, im Koran, wenn ihr mit den Frauen spricht, dann hinter Hijab. Welche Frauen das waren, die Geschwister? Das waren die Frauen von Muhammad. Wie rein sind ihre Herzen? Wie viel Taqwa hatten sie gehabt? Wie viel Furcht vor Allah hatten sie gehabt? Wie klar waren ihre Herzen gewesen? Und trotzdem hat Allah befohlen, mit ihnen hinter Hijab zu leben. Hinter Hijab heißt das, irgendwas trennt dich von da. Eine Tür, eine Mauer, eine Wand. So dass du sie gar nicht siehst. Und noch dazu, Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, gibt er die Frauen noch einen weiteren Befehl? وَلَا تَخْلَعْنَا بِالْقُرْبِ. Ihr dürft nicht sanft reden. Ihr dürft nicht verführerisch reden. Ihr dürft nicht, a'udhu billah, weich reden, liebe Geschwister. Das sagt Allah zu den Frauen von Rasulullah, sallallahu alaihi, dessen Herzen noch voller Taqwa waren. Warum? Weil Allah uns erschaffen hat, stimmt? Allah hat uns erschaffen. Er hat in uns eine Gharisa geschaffen. Das heißt, etwas eingebaut in uns, a'udhu billah, das von Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Mann und die Frau beide Zuneigung haben. Und Allah verbietet subhanahu azza wa jal, diese alles, was zu Sinna führt, und eins davon ist diese weiche Gespräche, sanfte Gespräche, a'udhu billah, diese verführerischen Gespräche. Allah befiehlt das den Frauen. Warum? Weil derjenige, dessen Herz Krankheit noch ist, nicht neugierig wird. Was heißt neugierig? Er denkt an Sinna. Allah sagt, wa la taqrabu zina. Warum hat Allah nicht gesagt, wa la taznaw? Was ist der Unterschied? La taznaw wäre direkt, begeht kein Sinna. Aber Allah sagt, nähert euch gar nicht den Sinna. Was heißt, es vermeidet alle Wege, alle Mittel, die zu Sinna führen. Ja, was hier im Internet vorhin und so weiter verbreitet wird oder auf Internetseiten, da gibt es irgendwie nächste Woche wieder Kundgebungen, Versammlungen und so, und die Schwestern sind aufgefordert, dahin zu kommen, nicht solche Sachen hören. Hier geht es um Islam, die Gelehrten haben gegen diese Kundgebung gesprochen, gegen diese Demonstration, das ist nicht erlaubt, der Prophet Mozart hat nicht das so gemacht, du wirst von einem Kafir niemals dein Recht bekommen. Wir haben auch nicht gesagt, dass die Kuffar niemals mit uns zufrieden sind, das steht auch so im Koran. Das hat nicht mit dieser Kundgebung oder Demo zu tun, das ist einfach nicht der Weg von Rasulullah. Das ist nicht der Weg, wie man die Sache angeht, und besonders nicht, dass man sagt, die Schwestern sind auch aufgefordert und so. Wisst ihr, was da überhaupt passiert auf diesen Veranstaltungen? Bida über Bida über Bida und Fitna, und Mann und Frau, Frauen sind zusammen und die schreien Allahu Akbar und so weiter. Es ist kein Fitna, und geht dann Mädchen und Frau auf die Bühne, ihr müsst auch und ihr müsst eure Rechte und ich habe mein Kopftuch, und die benutzen Wörter, la hawla wa la quwwata illa billah. Wo ist der Scham? Wo ist diese Frau, diese schamhafte Frau? Musa a.s. kommt, und da waren zwei Frauen, die Töchter von Shu'aib a.s. Und der sagt, Temshi al-Istihya. Die kommt, aber die ist ganz schamhaft, und die sagt, mein Vater will dich dafür belohnen, für was du gemacht hast, dieses Gute, weil er hat ihm Wasser gegeben. Die haben diese Menge oder diese Schafe und alles, was da kam, die haben dem Wasser gegeben und den Leuten und dem Volk und so weiter, und haben selbst nicht getrunken. Und Musa a.s. hat Wasser genommen und ihnen zu trinken gegeben. Mein Vater will dich dafür belohnen. Aber wie? Schamhaft. Wo ist die Schamhaftigkeit?
von den Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wir müssen diesen Leuten folgen. Und dann bringen wir eine Frau auf die Bühne, wo sie da sehen kann, bring doch deine eigene Frau, du Veranstalter, derjenige, der das veranstaltet, bring deine Frau. Warum bringst du nicht deine Frau? Deine Frau soll zu Hause bleiben, keiner darf sie sehen. Und machst du mit den Schwestern, Ittaqillah, fürchte Allah. Und du sollst für deinen Bruder oder für deine Schwester genauso wünschen, was du für dich selbst auch wünschst, oder mehr. Wie bist du richtiger Mu'min dann? Du bist kein Käfer, wir sagen nicht, du bist Käfer, aber du bist kein richtiger Mu'min, weil du fühlst nicht für die Schwestern. Die Schwestern haben nichts dort zu suchen und die Brüder auch nicht. Das ist nicht die Art, wie man umgeht. Praktiziert erstmal den Islam. Diese meisten Leute, die da hingehen, praktizieren keinen Islam. Die machen nichts. Aisha radiallahu anha als erster Punkt, sagen die, die hat auch vom Mu'min sowas sieht. Diese Sachen, die dort gemischt sind und so weiter. Und ich weiß nicht, warum diese Leute zu sowas auffordern. Entweder die haben es noch nicht verstanden oder die kennen noch nicht die Geschichten, die da passiert sind, weil man die Geschlechtertrennung nicht gemacht hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß besser, warum er uns diese Sachen befohlen hat. Und deswegen, ich sage allen, die sollen nicht dahin gehen, inshallah. Auch wenn ich bei bestimmten Leuten vielleicht dafür als Munafiq gelten würde, Allah weiß am besten sowieso. Oder als aus dem Islam draußen oder Gehirn amputiert oder was da noch alles gesagt wurde. Von mir aus sind wir Gehirn amputiert, aber die Leute haben nichts davon. Wir sagen das, weil wir Gutes für unsere Brüder und Schwestern wollen. Und deswegen, wenn du nicht Islam praktizierst, wie soll der andere helfen? Wir haben gerade gesagt, die Probleme kommen alle von uns, weil wir nicht richtig gemacht haben. Und wie soll uns Allah helfen? Und wir machen genau das Gegenteil von ihm. Was hat eine Schwester dort zu suchen? Was hat ein Bruder dort zu suchen? Bei wem willst du demonstrieren? Von wem willst du dein Recht haben? Was willst du den Leuten zeigen? Die wissen, was Islam ist, die Leute. Jeder kann den richtigen Weg nehmen, wenn du kannst den Leuten das nicht mehr erklären. Und ich habe niemals gesehen, dass bei solchen Veranstaltungen jemand auch Muslim geworden ist. Und wenn er Muslim geworden wäre, der wollte sowieso schon Muslim werden. Das bringt nur Unheil und wir blamieren uns und die Leute, die lachen uns aus und so weiter und es bringt überhaupt gar nichts. Dann praktiziere lieber richtig den Islam. Lerne und praktiziere. Aber weil die Leute nicht lernen, die rennen auf solche Zeitverschwendungen dahin und wir sollten inshallah Allah subhanahu wa ta'ala fürchten. Und auch was unsere Brüder und Schwestern anbelangt, sollen wir auch inshallah fürchten und für die genauso wünschen, was wir für uns auch wünschen. Wallahu ta'ala alam, wa subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.